Das It-Girl Tara ist schon seit vielen Jahren eine Stammkundin von Schönheitschirurg Dr. Jörg Knabel. Nach ihrem Busen soll Taras Lieblingsarzt nun auch ihre Nase verschönern. Da an der Spitze ist sie sehr knubbelig. Ich weiß nicht, die ist so rund. Und das in der Mitte, weiß nicht, wie man das nennt, das geht auch ziemlich weit runter und ist auch nicht ganz in der Mitte. Ich weiß einfach, dass er ein Top-Arzt ist, dass ich ihm da voll vertrauen kann. 45 Minuten lang wird Taras Nase von Dr. Jörg Knabel neu in Form gebracht. Ich muss mich daran orientieren, was der Patient möchte. Der eine will es eher sehr gerade haben, der nächste möchte es wieder ein bisschen mehr so konvex haben. Der eine schmäler, der andere nicht so schmal. Also an dem muss man sich schon orientieren und daran liegt es auch, wie viel man dann wegnimmt oder wie viel man macht. 6 Wochen nach der Operation sind die Schwellungen rund um Taras Nase kaum noch zu sehen. In Dr. Jörg Knabels Ordination in der Wiener Innenstadt wird die neue Nase von dem Schönheitschirurgen begutachtet. Hallo. 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 Grüß dich, wie geht's? Sehr gut, und dir? Alles gut. Na bitte. Ich bin viel zufriedener, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue. Meine Freundinnen sind begeistert von meiner Nase. Die wollen sich jetzt auch alle die Nase machen lassen. Und es fällt ihnen schon auch ein Unterschied auf. Also sie sagen schon, dass es mein Gesicht anders macht.